Servus Leute, und weiter geht's. Das dritte im Bunde. Ein Browseblade. Sehr coole Verpackung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ausgesprochen gut. Klasse, dass er von Haus aus schon ein Tool mit beilegt, womit man das Messer auseinandernehmen kann. Also, ja, ist für mich immer ein ganz, ganz großer Bonus. Nicht jetzt das Tool, aber dass die Leute schon sagen von Haus aus, wir möchten gerne, dass ihr unsere Messer auseinandernehmt. Dafür gibt es für mich, von mir aus immer Bonuspunkte. So, wir haben jetzt hier das, wie nennt sich das Ding überhaupt? Ja, EXO 156 von 500. 156 von 500, Matching Numbers. Das Messer ist perfekt eingestellt. Da ist alles okay. Also normalerweise bin ich auch kein Fan davon, ein Messer zu öffnen, wenn es noch soweit in Ordnung ist. Aber wir wollen uns ja hier mal die inneren Werte anschauen. Und Richie hat mir hier freie Hand gelassen. Deswegen werden wir jetzt einfach mal reinschauen in das gute Stück. Ich habe vorher noch nichts probiert. Also alles, wenn ich hier die Messer aufmache, ist wirklich so wie sie hier liegen. Und ja, hier dreht sich auch die Achsschraube mit. Das heißt, ich muss hinten kontern. Das müsste ein Achter sein. Seid immer ein bisschen vorsichtig, gerade wenn es nicht eure eigenen Messer sind. Quatschen, Achter. Achter, Achter, Sechser. Nö, das müsste ein Achter sein. X8. DX8. Dass man die Messer nicht zerkratzt, beziehungsweise die Schalen. So, jetzt schauen wir mal. Ich könnte es natürlich auch anders machen. Ja, das ist natürlich vor der Kamera immer ein bisschen schwierig. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben, dass ihr zuschauen müsst, wie ich mir hier ein zurecht zelebriere. Okay, auch interessant aufgebaut. Also ich kenne es von den anderen Messern immer so, außer auch bei Strider, dass die Hülse, die von hier aus gesehen links sitzt und die Schraube rechts. So rum ist es natürlich auch interessant. Machen wir hier mal weiter. Das ist aber kein Achter, das müsste ein Sechser sein. Lässt sich sehr einfach lösen. Also dickes Lob an Browse. Jetzt gehen wir mal hier oben an den Clip. Auch keine Peak drin, also keine. Ah, okay, sehr gut zu erkennen. Die Schrauben sind unterschiedlich lang. Das heißt, man weiß immer genau, welche wo reinkommt. Schale. Oh. Ist das Öl oder ist das Spritzwasser? Das wäre jetzt mal interessant. Obwohl das Messer lag die ganze Zeit hier. Also es kann nur Öl sein. Müssen wir etwas aufpassen, nicht, dass uns hier die Schale entgegenspringt. So, nach etwas Überredungskunst habe ich das dann doch auseinanderbekommen. Und es ist wieder faszinierend, bestätigt mich aber auch in meiner Aussage, dass man die Messer wirklich mal auseinandernehmen sollte, um das zu verstehen, was hier passiert ist. Ich mache nur gerade mal die Schalen sauber. So, das ist, glaube ich, Aluminium oder ist es Titan? Können wir gleich nochmal schauen. Hat er das hier angegeben?
Handle Material. Ah, Titanium. Okay, ich habe nichts gesagt. Das Messer ist relativ sauber. Kann man jetzt nichts sagen. Auch hier ist eher ein weißes Zeug drin. Ich denke mal, das wird eher sowas sein hier in die Richtung. Wir haben, ich werde es gleich nochmal genauer zeigen, im Käfig gehaltene, na, im Käfig gehaltene Kugellager. Das sind Stahlkugellager, das ist keine Keramik. Tut der ganze Sache aber keinen Abbruch. Dann finde ich es klasse, dass wir hier ein Stahlinlay haben. Und das ist sogar nochmal mit so einem Bippus versehen, damit sich das Stahlinlay nicht mitdreht. Und die Achsschraube ist hier abgesetzt. Also ich glaube, die ist wirklich von beiden Seiten verschraubt. Echt nicht schlecht. Hier sieht man noch ein bisschen so diese Milling Marks, also diese Frässpuren im Titan. Also hier wurde wirklich Gewicht gespart, wo es ging. Ja, gut. Lanyard war noch dran. Also, echt klasse verarbeitet. Das Inlay können wir uns natürlich auf dieser Titanseite sparen. Verständlich. Weil wir ja hier die Frame-Seite aus Stahl haben, wo praktisch dann das Kugellager drauf läuft. Tja, Hut ab, Mr. Bros, Hut ab. Hier auch, alles sauber. Minimaler Schmutz, finde ich jetzt nicht so schlimm. Sauber gearbeitet. Kann ich nichts weiteres feststellen. Einwandfrei, die Achsschraube ist ganz klein wenig mit Schraubensicherung versehen worden. Das sieht man hier daran, dass dieses blaue Zeugs dran ist. Ja, echt nicht verkehrt. Echt nicht verkehrt. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir mal die ganze Geschichte wieder zusammen. Ja, auch die Kugel, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das könnte sogar eine Keramikkugel sein. Kein Inlay, aber das sieht mir karbonisiert aus. Ich glaube nicht, dass das, oder ist das einfach nur ausgefräst? Ne, das ist doch nur ausgefräst. Aber es ist ja auch ein Stahlliner, ist ja Quatsch, klar, da muss es ja nicht karbonisiert sein. Okay, ich baue es jetzt wieder Stück für Stück zusammen. Und dann ja, schauen wir uns die Geschichte nochmal an, wie sie läuft. So, der Rest ist dann nur noch eine kleine Einstellungssache. Dann habe ich gerade gesehen, den Lanyard muss ich noch mal anbringen. Das heißt, ich werde es dann sowieso noch mal öffnen müssen. Aber an sich, auch beim Zusammenbauen jetzt, keine Probleme. Wirklich super. Kann ich nichts sagen. Hut ab an David Browse. Sauber verarbeitet. Kann sich ganz locker mit vielen anderen auch hochpreisigen Messern messen, ohne sich verstecken zu müssen. Ja, super Messer. Ich werde jetzt nochmal den Lanyard hinten dran packen und dann denke ich mal, werde ich mich mit dem Benchmade widmen. Okay, dann belassen wir es an der Stelle. Sage ich wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.